Guten Tag, meine lieben Zuschauer der dunklen Seite der Unterhaltung, zu einem neuen Let's Flash. Und zwar heute mit dem Titel Let's Flash The Visitor Returns. Ein kleines Flash-Game eines bösen außerirdischen Wurms, der auf die Erde zurückkehrt. Ersten Teil kenne ich nicht, leider. Und ja, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe es jetzt mal 2 Minuten angespielt und ich fand es total witzig. Deswegen habe ich gedacht, das möchte ich euch dann mal zeigen. Ja, Delete Save. So, also es speichert scheinbar auch ab, wenn man das Fenster zumacht. Ich klicke dann einfach mal auf Click to Play. Dann schauen wir uns das mal an. Da ist er nämlich. Und das Würmschke geht's. Click the environment to devour and assimilate your prey. Da ist er. Assimilieren müssen wir. So, es geht jetzt, das ist hier so der erste Bildschirm. Da geht es um diesen Waschbären, den müssen wir assimilieren. Geht leider nicht auf die harte Tour. Wenn man nämlich drauf drückt, dann Matsch. Findet der wohl nicht ganz so witzig. Also, schauen wir mal, was wir hier haben. Nee, mit dem können wir es nicht. Also, okay, der Rasenmäher funktioniert nicht. Muss man hier den Stecker rausnehmen. So, der Stecker, der ist jetzt hier in Bereitschaftsposition. Einmal mit dem Rasenmäher verbinden. Rasenmäher anmachen. Waschbär flüchtet. So, die Tonne kriegen wir nicht auf. Die ist nämlich waschbärgeschützt. Muss man einmal gegenhauen. Gegen das Schloss bringt nichts. Also, gegen den Knüppel hier. Zack. Achso, ja. Erst das wegmachen. So. Dann schön die Tonne aufmachen. Würmchen rein. Rasenmäher ausmachen. Dicker Waschbär kommt wieder. Wird gefressen. Matsch. Und schon haben wir Krallen, wie ihr so schön sehen könnt. Unser kleiner Wurmling jetzt Krallen. So, den ersten Bildschirm kannte ich. Den kenne ich jetzt wiederum nicht. Scheinbar müssen wir den hier assimilieren. Ich guck mal, was passiert, wenn ich wieder direkt draufklicke. Der stinkt uns voll. Okay. Was kann man denn hier Schönes machen? Ah. Was ist das denn? Feuerzeug, habe ich mir fast gedacht. Funktioniert denn überhaupt nicht. Da braucht man ein bisschen was zum Verstärken, oder? Haben wir irgendwie hier noch eine volle Flasche Bier? Nee. Aber wieder wegnehmen kann ich das nicht, also war das wohl richtig? Kann ich da oben rein? Der krabbelt da oben, ja. Das finde ich ja interessant. Aber dadurch kommt der nicht. Ah, seht ihr, deswegen krabbelt er jetzt wieder zurück. Ah, okay, das ist jetzt unser Brandbeschleuniger. Kein Alkohol, sondern eine Zeitung. Machen wir die Zeitung mal an. Aha. Okay, und jetzt? Jetzt krabbelt er da zu dem... Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Da sind Fliegen drin. Vielleicht wollen wir das Vieh jetzt anklicken. Ja, ich glaube, der matscht uns. Ah. Vertreibt uns auch. Dreckvieh. Drecksvieh. So, was kann ich denn hier noch machen? Da ist eine Spinne. Können wir die assimilieren? Ne, da kommt er nicht dran. Vielleicht hier die Spinne mit abwerfen. Nein. Das Vieh hier mit. Geht auch nicht. So, das Fenster. Die Flaschen können wir nicht mehr nehmen.
Ja, jetzt bin ich schon fast überfragt. Tja, was machen wir? Was muss man ja damit machen können? Das nicht. Das nicht. Das nicht. Aber was kann ich machen damit? Ich nichts wissen, nicht du. Der sprüht uns voll. Also brauche ich mir gar nicht nochmal eins gucken. Hier ist doch nichts mehr, was ich machen könnte. Nichts, was ich anklicken könnte. Fenster kommt ja auch nicht hoch. Ich komme schon nicht weiter, das ist ein bisschen peinlich, oder? Was ist, wenn ich hier drauf klicke? Ich probiere das mal. Nein! Nein, 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 natürlich nicht. Oh, 5 Minuten vorbei und ich bin schon total. Ist doch nichts mehr. Die Dose, was kann ich denn damit machen? So, mal ganz sachlich jetzt überlegen. Moment mal eben das Mikro. So. Also der sitzt jetzt hier und frisst. Und frisst und frisst und frisst. Und frisst und frisst und frisst. Ach, die Fliegen sind da jetzt ins Netz gegangen. Dann schnappen wir uns jetzt mal das Spinnchen. Yummy, yummy, yummy. Wie können wir die bestimmt einfädeln, oder? Jawoll, ja. So, jetzt ran damit. Bin ich das? Oh Gott, wie eklig. Bin ich denn jetzt da? Nicht schlecht, Herr Specht. Ah, dann stinkt der jetzt bestimmt da so drin rein, drin rum. Aha, dann kommen wir jetzt rein. Oh, der Köter, der ist uns bestimmt gefährlich. Was ist das denn? Was haben wir denn jetzt gefressen? Skorpion. Böse, böse, böse. Shut up, you stupid dog. Ich will den stupid Dog erstmal stecheln. Bad dog, get outside. Aha. Bad dog, get outside. Also der bellt auch, wenn ich, Bad dog, get outside. Kann ich wieder rausgehen? Was passiert denn, wenn ich den jetzt... okay, alles klar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! böses Vieh, böses Würmchen! So, jetzt können wir hier überall mal reingucken. Oh, was ist das? Ah, okay. Ja, mehr guckst du nicht, oder was? Das ist ja interessant. Der muss näher ran. Guck mal, der ist nämlich voll mit Alkohol. Hier scheppert das nur, aber... Der macht nichts. Ah, jetzt ja. Jetzt brennt er, aber es bewirkt auch nicht unbedingt was.
Oh Gott. Was passiert jetzt? So, was hat der jetzt von dem gekriegt? Wie? Hat der jetzt gar keine Eigenschaft von dem gekriegt? Der hat geschossen. Nein! Okay, dann müssen wir raus. Ah, guck an. Oh, okay. Sie schießt auch da auf uns. So, und jetzt? Wahrscheinlich dann auch, oder? Ich bin ja doof. Nein, dann nicht. Ach so, wie mache ich das jetzt? Am besten das hier. Genau. Und jetzt das. Oh. Stechen. Reißen. Was ist das fies? War das jetzt richtig? Oh, gut, das war's schon. Ja. Ich habe jetzt mir ein bisschen mehr davon versprochen. Ich mach mal eben Replay Final Scene. Und auch noch was anderes machen kann. Nee, das war verkehrt. Ah, das geht auch. Mutation, was heißt das hier? Decapitation, Evisceration, Suffer Animation, Ventral. Hä? Ich komme da jetzt gerade nicht so mit. Ich versuche es jetzt nochmal anders. Aha. Also es ist immer wieder was anderes, was man wohl macht, aber irgendwie komme ich nicht mit klar. Klatsch, okay, die beiden sind verkehrt. Das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt. Das ist auch verkehrt. Dann fangen wir damit mal an. Quatsch. Ja, man kann viele verschiedene Sachen hier ausprobieren. Quatsch. Aber das allein hilft nicht. Zuerst mal das hier. Das hatte ich, glaube ich, gerade schon, ne? Ja, ich bin ja ein Noob. Kann ich irgendwas anderes machen hier? Nee, ne? Gut, dann erstmal das. Dann das. Und dann das. Ja, geh doch da rein. Boah, ist das fies. Okay, jetzt habe ich fast alles rot gehabt. Ja, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, ich hinterlasse euch den Link mal in der Beschreibung. Ist mal so ganz witzig, wenn auch etwas kurz. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Spielchen gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Oder wenn ihr vielleicht Vorschläge habt für andere Flash-Games oder sowas, dann ja, bin ich auch gerne offen für Vorschläge. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, über einen Kommentar freuen, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal bei Let's Flash. Bis dann, ciao.